Willkommen zum neuen Videoblog der Paderborner Wirtschaft. Mein Name ist Kerstin Salerno und wir berichten über Themen und Unternehmen rund um den Mittelstand. Heute sind wir hier zu Gast am Paderborn-Lippstadt Airport und die Marketingchefin Rosemarie Tetzlaff nimmt uns mit auf einen Rundgang rund um den Flughafen. You are welcome. Wir stehen hier jetzt auf dem Balkon des Towers des Airports und haben wunderbaren Blick auf die Start- und Landebahn. Deutlich zu erkennen sind die frischen, weißen, in der Sonne glänzenden Markierungen von der Start- und Landebahn. Frau Tetzlaff, was hat es damit auf sich? Ja, die Start- und Landebahn ist komplett saniert worden. In der Zeit vom 14. April bis 19. April fand kein Flugbetrieb statt. In der Zeit wurden insgesamt 120.000 Quadratmeter neue Asphaltfläche aufgebracht. 30.000 Meter Flugplatz-Spezialkabel wurden verlegt und 30.000 Tonnen Asphalt wurden verarbeitet. Nach 17 Jahren war das erforderlich, dass die Start- und Landebahn saniert wurde. Das dient auch der Sicherheit des Flugbetriebes. Wir sehen also, es wird richtig noch investiert hier in diesen Flughafen und es tut sich was. Es tut sich auch was in der Frage der Geschäftsleitung. Der bisherige Geschäftsführer Elmar Kleinert verlässt Paderborn und geht nach Berlin. Frau Tetzlaff. Ja, Elmar Kleinert verlässt uns nach nur vierjähriger Tätigkeit hier, um die neuen Aufgaben in Berlin zu übernehmen. Die Stelle des Geschäftsführers ist also derzeit vakant, ist ausgeschrieben. Bewerber können sich gerne noch bewerben. Wahrscheinlich gibt es zum 1.6. zunächst mal eine Interimslösung aus dem internen Mitarbeiterkreis. Aber ich schätze, dann im Laufe des Jahres wird der neue Geschäftsführer berufen. Ja, die Führung so eines Flughafens ist bestimmt eine anstrengende Sache, aber auch interessant. Vielleicht ist das ja was für Sie. Und die wichtigste Frage hier vom Paderborn-Lippstadt Airport gleich vorab. Paderborn hat eine neue Destination, ein neues Flugziel. Frau Tetzlaff. Ja, wir fliegen seit dem 22. April 6-mal pro Woche nach London. Und zwar direkt ins Herz der Stadt, zum London City Airport. Von dort aus ist man nur in 20 Minuten an der Tower Bridge. Und das ganz Besondere ist, für den Geschäftsreisenden, der mit nur einem Handgepäckstück fliegt, Check-in-Schluss 20 Minuten vor Abflug. Also ganz kurze und schnelle Check-in-Zeiten. Interessant auch die Tatsache, diese Fluglinie von Paderborn nach England und Irland wird organisiert von einer französischen Fluggesellschaft, nämlich der Air France-Tochter CityJet. Welcome to Europe! Der Paderborn-Lippstadt Airport ist ein wichtiges Stück Infrastruktur für Paderborn natürlich, aber auch für die gesamte Region OWL. Gleichzeitig ist er dem enormen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Frau Tetzlaff, wohin kann ich fliegen? Ja, wir haben ein großes Portfolio an Warmwasserzielen im gesamten Mittelmeerraum. Nehmen wir zum Beispiel die Baleareninseln, allen voran Mallorca, die Türkei mit Antalya, Ägypten, Tunesien, die Kanarischen Inseln, viele Ziele auf dem spanischen Festland, Portugal und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele wunderbare Reisemöglichkeiten und natürlich nicht zu vergessen, auch Griechenland im Sommer. Also Zahnbürste einpacken, Ausweispapiere nicht vergessen und ab in den Urlaub. Vielen Dank an Frau Tetzlaff für den wunderbar entspannten und detailreichen Tag, den wir hier am Paderborn-Lippstadt Airport verleben durften. Wenn Sie, liebe Zuschauer, auch interessante und spannende Themen haben, die Sie in der Paderborner Wirtschaft bekannt machen möchten, erreichen Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@paderborner-wirtschaft.eu. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss!